Hey und willkommen zu Part 5 von Portal Aperture Tag. In Part 15 sind wir das letzte Mal stehen geblieben und haben, ja, nichts gemacht. Ja. Eins muss ich sagen, also jetzt komplett vom Thema abweichen, ist aber egal. Das, was auch immer das für ein Wasser ist, sieht besser aus als in allen anderen Portal-Teilen. Ja, und ich nehme Part 5, also diesen Part direkt nach Part 4 auf. Nigel, hast du mir was zu erklären? Wieso bist du jetzt auf einmal auf dem Mond? Hast du ein Greenscreen oder? Naja. Hier ist ein. Okay. Ah, wait. I know what I have to do. Glaube ich. Da muss blaues Gel gegen. Dann da unten auf dem Boden. Auch blaues. Vielleicht nehme ich. Hehe, Ich bin's einfach. Dann werden jetzt erstmal die Turrets zerstört. So. Jetzt bist du offen. Genau. Jetzt bitte erklären Sie mir. Also da durchspringen kann ich nicht. Das macht töten. Ne? Ich kann da an der Wand was machen und dann Mathe. Oder Physik, ich habe keinen Plan. Halt Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Ne? Müsste theoretisch funktionieren. You are doing well. I'm actually starting to believe you can beat this experiment. I mean the reactor. I mean, never mind. Move along. The reactor. Nigel, irgendwas zu erklären? Final chamber. If you solve this test, it means you are eligible to perform a series of highly dangerous procedures. And that was what we were testing for. Another mystery solved. For you, maybe from the very beginning. Wieso sind jetzt Haie um dich drum? Hä? Oh, Portal. Ah. Auch wieder ein geremakter Charakter von Shell. Mit den Boots natürlich. Mit Malersachen. Blaues T-Shirt. Macht Sinn. Also jetzt nicht das blaue T-Shirt, sondern eher gesagt dieses weiße Schürze. Ne? Mit blauen und orangen Flecken. An der Hände auch. Ich könnte die Portalgun eigentlich gar nicht halten. Okay. Naja. Also von danach da, du droppst. Nee. Du machst das Portal an. Da ist schon ein Cube gedroppt. Ich nehme an. Ich mache jetzt hier so durch. Damit ich mehr Speed habe. Du liegst auf dem Cube, der dich anschmeißt. Sag mal, erstens, wieso werdet ihr immer größer? Vorhin waren es 3, jetzt sind es auf einmal 2x4. Wieso bist du immer bei einer anderen Location? Greenscreen einfach. Da hoch muss ich. Da ist ein Portal. Was ist, wenn ich das hier so blau mache? Nein, nicht den Cube. Ich mach das blau. Oh, clean. Dann fange ich hier an, das so zu machen, weil du schlitterst ja auch, ohne dass man dich paintet, ne? Genau.
Und dann schlitterst du hier so lang. Ich stell mich da drauf, dann springst du. Dann lasse ich dich da wieder weg, weil da gibt es ja eine Rampe. Nein! Also ich dachte, ich stehe nicht in der Mitte davon. Aber... Jetzt habe ich ihn aus Versehen gerammt, aber nice. Also wie der da gerade stand. Stark. Schaut auch nicht jeder. So, jetzt muss ich mich einfach nur hier durchschießen. Eigentlich. Oder... Warum wieder das Falsche? Ey, Bruder. As I said, you made it through the experiment, but if you want to survive, you have to listen to me and do what I say. First thing, jump over that gap. Also irgendwie glaube ich, ist es noch nicht vorbei. Weil wenn du bei der Steam-Community halt nachguckst, da sind manche bei den Räumen, wo Nigel die ganze Zeit sich hin tippet. Und, ne? Und da weiß ich nicht so ganz. Now go through the door that says authorized personnel only. Don't worry, you're authorized personnel now. Gut, durch die andere Tür kann man nicht durch. What is this? That, my friend, is what keeps this whole place alive and running and working. It's the Aperture Laboratory Stability Stable Energy Reactor. Or the Ulcer. What? What? No! These names are ridiculous sometimes. I will call it what I want. We will discuss this later. I am in the middle of an experiment. I'm sorry, I've got to fix something. Just get to the control panel on the bottom floor. I will catch you later. Das Ding sieht nicht ungefährlich aus. Five Nights at Freddy's Sister Location Vibes. Ich kann sicher, das Ding sieht ne. Da soll ich runter. Das Ding sieht sehr, sehr. Kann ich. Nee. Das Ding sieht sehr gefährlich aus. Dass man einfach durchlaufen kann. Aperture Science Innovators. Welcome to the future of tomorrow. Stand still, remain calm, scream. This statement is false. New mission. Refuse this mission. Does a set of all sets contains itself? Was ist das für ein Turret? Also wenn ich das vorlese, kann ich mir gut vorstellen, dass... Das gab's schon mal. Dass ihr euch dabei langweilt, ne? Ich meine, ich lese es auch nur irgendwie durch, weil, naja, keine Ahnung. Und ich gab's schon mal. Und hier habe ich ein Bild eingeblendet, was es heißt. Ob bei Obscurity hat es mir angezeigt, dass es Obscurity ist. Im Deutschen da ist es einfach geblieben. Habe ich dann einfach alleine hingeschrieben bei den Übersetzern. Dann kam Dunkelheit. Also, ne? Stark. Elevator. Ui. Nach unten.
Alter, wie clean. Ich hätte mir vorstellen können, dass es einfach, dass einfach gesagt wird, nee, das Ding kommt einfach durch die Wand, aber okay. Alte Computer. Wieso ist hier alles mehr oder weniger clean? Jetzt gehst du hier durch, bats, alles verwuchert. Ist hier ein Eingang oder? Danger. Hätte ich nicht gedacht. Aperture Science is now upgraded to a new ulcer, which means this one has to be shut down as it's useless. However, this process is quite dangerous and has to be done manually. There are two buttons. Go ahead and press one. As long as you press one, we should be fine. No, I mean the other one. If you cannot follow simple instructions, then we do not have a chance at succeeding. You're lucky this was not a critical step. After you catch your breath, go ahead and press the first button labeled as 1. Die heißen beide 1. If you stop for even a second, you are a dead test subject. No time to lose. Go. Bruder. Es muss alles glatt laufen. Nice. Hä? If you stop for even a second, you are a dead test subject. No time to lose. Go. Check ich nicht. Jetzt hänge ich, jetzt bleib ich da hängen. Da wird gerade wieder anfangen mit sprechen. Ah, ist ja doch Musik. Jetzt nur ziemlich leise. Woher? Hallo? Woher soll ich das wissen, was ich wo machen muss? Eine Ewigkeit später. If you stop for even a second, you are a dead test subject. No time to lose. Go! Bleibst du wieder bei irgendwas hängen, weil es dann nicht sprüht, dann hast du nicht genug Speed. Holy. I did it. Ich habe da schon was gespottet. Aber hier machen wir dann das nächste Mal weiter. Ja, ich weiß, es ist ein Voice-Over jetzt. Die Aufnahme geht eigentlich auch noch ein bisschen länger. Aber dann würde es ja jetzt eigentlich zu lang gehen. Deswegen haue ich dann einfach das Ende hiervon am Anfang von Part 6 rein. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.